Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wow, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, wie versprochen habe ich nach dem letzten Part hier die beiden Ich muss Leute verprügeln Questen eben kurz fertig gemacht. Haben beim letzten Mal den Wald gerettet, so ganz nebenbei. Und ja, wir müssten jetzt hier noch die letzten Planetenmünzen holen. Bevor wir das aber tun, wäre ich dafür, dass wir zum zweiten Planeten zurückgehen und dort erstmal uns den Riesen vorknöpfen. Dass wir dort erstmal das holen. Also, ich brauche ein bisschen dahin, also wir sehen uns gleich. Ach ja, da ist noch die neue Welt, ne? Da ist Terra Flora unsere nächste große Herausforderung. Aber wir wollen erstmal nach Flockenbrocken. So, Leute. Wir haben genügend Sparks, ihn zu bekämpfen. Wir haben auch noch was anderes hier vor, weil ich habe hier noch drei Planetenmünzen zu holen. So. Okay, gegen was bist du denn immun? Gegen alles wahrscheinlich. Ja, der ist gegen alles immun. Ich muss gucken, dass ich den auf Abstand halte. Das Team, was ich gerade habe, ist ganz gut dafür. Vor allem hier Rabbit Rosalina. Die ist richtig gut dafür. Du kommst nicht angerannt, wenn ich dich abschieße, ne? Da waren nur die anderen da. Ich mache mich mal unsichtbar. Und mit der Sicht warte ich noch ein bisschen. Die will ich gleich aktivieren. So, dir gebe ich eine mit. Vielleicht gebe ich den auch einfach erstmal Elektroschaden, bevor ich die Sicht mache. Ja, allein schon, damit der Große das auf jeden Fall mehr abbekommt. Oh, die haben gut was abbekommen. So, dir muss ich jetzt rüberhelfen, dass du einen Teamsprung machst. Zumindest so, dass du gut rankommst. So, Luigi, entferne mal eben kurz dort. So, kannst loslegen. So, dass die mir nicht auf den Senke gehen. Je weniger ich von denen habe, desto besser. Als ob der Große gerade so aus der Reichweite ist. Gönn ich mal halt schon mal einen Powerblock. Ja, die Inder sind die ekelhaften. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in der Nähe von dem Riesen da bleibe. So, einen davon schon mal getriggert. War tatsächlich nicht mein Plan. Rebella müsste ich da wegholen. So, komm. Einfach nur, damit es nicht mehr aktiv ist.
Weil ich muss Rebelle da wegschaffen. Schaffe ich so alle drei zu treffen? Nee, egal wie ich drehe und wende, ich treffe nur zwei. Dann mache ich wenigstens die Sniper weg. So, dann mache ich den da oben erstmal bewegungsunfähig. Kann ich mich in Ruhe und Frieden um die anderen da kümmern. Ich dachte, der bewegt sich. Ach stimmt, ja, Luigi ist ja unsichtbar, deswegen bewegt er sich nicht. So, die Scharfschützen sind weg. Der Große da hat nicht so eine riesige Reichweite. Ist das Gute. Solange ich von dem Abstand halte, ist alles gut. Schlimm ist, der hat 16.000 Leben. Rabbit, los, Alina, du musst mal eben kurz für einen Teamsprung sorgen. So, dann lassen wir Rabbit Rosalina auch noch mal ein bisschen wegkommen. Bin ich noch in Reichweite? Ja, was Luigi angeht. Luigi ist noch in Reichweite, aber ich muss den loswerden. Okay. Das Problem ist, der Spritzangriff, der bringt mir nichts gegen den da oben. Der ist eh gegen alles immun. Extra Raserei bringt mir auch nichts. Ich nehme einfach ein bisschen hier für gleich ein bisschen extra Schaden. So, drei Powerblöcke, die kriegt ihr gleich alle ab. Den da können wir wirklich mal ignorieren. So, Nummer 1. Den Teamsprung wollte ich gar nicht machen. So, ein bisschen Schaden austeilen. So, und eine bessere Chance dafür kriege ich nicht. Treffe ich auch dich da hinten? Wäre schön. Na, da warte ich noch ein bisschen, bis der andere näher kommt. Ah!
Wäre eigentlich schön, wenn der andere das abbekommen hätte, aber ja. Okay, Rebella ist offenbar schon down. Ich sehe sie nicht. Ah, da ist sie. So, er soll mit den anderen ein Stück weg von dem. Dann kriegst du nämlich schön viel von dem Feuer ab. Nur drei davon? Ernsthaft? So. So weit wie möglich weg. Auch mit dir. Ja, komm, die schalte ich eben aus. So, jetzt treffe ich dich. Das Gute ist, weil er so riesig ist, kann man ihn so oft treffen. So, bitte keine Sniper aus dem Portal. Okay, danke. Jetzt kann ich ihn am Ende der Runde nochmal stunnen. Das ist sehr gut. So, ich kann ruhig so machen, dass es den da hinten auch trifft. Der Große, der wird sich eh nicht bewegen. Der ist so schon in Reichweite. Ich glaube, ich stelle mich sogar hier unten hin. Dann kann ich den anderen direkt mitstunnen. Und vom Prinzip her sollte ich den jetzt eigentlich down kriegen. Ja, recht easy, der Boss, ne? Hat zwar ein bisschen was gedauert. Habe ich wahrscheinlich ein bisschen runtergeschnitten. Aber easy. Also mit Rebel Rosalina kann man die echt easy bekämpfen. Winziger Tänzer. Was verstehst du denn unter winzig? So, damit haben wir wieder ein goldenes Prisma. So, ich glaube, ich gebe den sogar Rabbit Rosalina, damit die Lethargie öfter zustande kommt. Da hätte ich auch gern den Erfrischer. Ach nee, nur dem von Sparks, ne? Naja, trotzdem praktisch. So, da nehme ich einen Punkt weg. Und ich nehme da einen Punkt weg.
So, den Sparkerfrosch hätte ich hier gern. So, und jetzt gucke ich noch bei der einen Stelle, wo wir beim letzten Mal nicht durchkamen. Es gab ja so eine Stelle. Ach, ihr seht gleich, was ich meine. So, Leute, hier die Stelle, die hatte ich im Blick. Ja, und ich lag richtig. Hier kommt man rüber. Über das Teil. Ich habe mich ja vor ein paar Parts gefragt, wie soll ich da bitte rüberkommen. Ja, jetzt weiß man's. Damit man hier oben sich das Ei schnappen kann. Um da hinten den Weg zu öffnen. Da unten sind auch Fußspuren. Den bin ich gerade eben schon einmal gefolgt. Aber da ist irgendwie nichts Sinnvolles bei rumgekommen. Also die führen in eine Sackgasse. So, noch mal eine Planetenmünze. Jetzt fehlt nur noch eine. Ach, die Fußspuren zeigen wahrscheinlich, wo man den Block finden würde. Die führen halt genau da hinten in die Ecke. So, eine Planetenmünze fehlt hier aber tatsächlich noch. Die scheine ich nicht gefunden zu haben. Hier hinten könnte es doch sein, dass man jetzt hin kann. Ja, hier sieht es auch nach verstecktem Weg aus. Und da ist dann auch die letzte Planetenmünze von diesem Planeten. Dann haben wir den Planeten hier auch komplett abgeschlossen. Okay, ich muss an den Eisblock daran. Das war obvious. Wo will der denn hin? Ach, da hinten will der hin. Okay, hier gibt es eine Treppe, die einfach direkt ganz nach da hinten führt. So, da ist jetzt offen. Und da will eine Kugel rein für die Münze. Wo ist denn diese Kugel? Die muss ja auch hier irgendwo liegen. Oder habe ich die einfach komplett übersehen? Beweg dich doch. Ah, da liegt sie. War der einzig logische Ort, wo sie hätte sein können. Ja, und damit haben wir den Planeten dann jetzt wirklich komplett abgeschlossen. Genauso wie den ersten. Wir haben das Spiel übrigens beim letzten Mal zu 50% durchgehabt, falls das keinem aufgefallen ist. Also wir waren wirklich genau bei 50% vom Spiel. So, dann gönnen wir uns jetzt noch das letzte Objekt, was man hier kaufen kann. Also über die Münzen. Den Rest habe ich mir schon gegönnt, außer dem einen hier. Und mit dem Planeten sind wir jetzt wirklich offiziell fertig. Wir sehen uns auf Prima Paletti wieder. So, Leute, da sind wir dann jetzt auch auf Prima Paletti. Hier haben wir auch noch die ein oder andere Planetenmünze zu holen. Hier können wir jetzt durch. Haben wir jetzt die Fähigkeit. Da ist auch nochmal so ein Drecksheiler. Aber die Quest, die zu verkloppen, habe ich schon gemacht. Lass mich mal vorbei, du Drecksding. Wir müssen hier auch noch den ein oder anderen Spark holen. Da ist auf jeden Fall eine Planetenmünze, sogar recht easy zu holen.
Ich sehe schon, wie das funktioniert. Hast du Spaß mit deinem Fernseher? So, hier das runterlassen, den Block zurückschieben und dann so dann da wieder hin, ne? Die Planetenmünze ist ja mal easy. So viel erstaunliche Technologie. Und wozu nutzen die Rabbits auf diesem Planeten sie? Um alle Folgen von Bigfoot zu Frau zu gucken. Ja, das klingt logisch. Das klingt richtig nach den Rabbits. So, dann machen wir als nächstes den hier. Finsterzeit beim Holzschuppen. So, ich muss wahrscheinlich entweder überleben oder alle... Nee, ich muss einfach nur alle verkloppen. Und es sind nur 6 Gegner, das wird ja richtig einfach. Ihr wart gegen Feuer immun, oder? Ja, aber die dahinter nicht. So, erstmal alle boosten. Das Gute ist, ich habe jetzt auch den Sparkerfrischer. Jawollo. Und der hat sich auch direkt aktiviert. Das heißt, ich kann jetzt eventuell häufiger boosten. So, ich würde gerne da unten hin. Und den einfach den Schockhimmelregen geben. Dann mache ich hier einen Teamsprung, dass ich nochmal da runter gehen kann. Und dann gebe ich das hier noch mit. Dann kriegen die direkt was da unten gut ab. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass der mehr abbekommt. Weil die Viecher mag ich überhaupt nicht. Stimmt ja, ich kann dir noch eine Mitgift geben. Und zwar auch mit Luigi. Du stehst so gut. Wir machen zuerst die fertig, weil die einfach näher dran sind. Viel zu leicht. So, mit einem Teamsprung. Zack. Den kann ich jetzt sogar ignorieren, ne? Damit haben wir schon eine gute erste Runde. Na schade, die hatten einen Schutz. So, du bist tot. Ich sagte tot und damit meine ich es auch wirklich. So, Luigi machen wir unsichtbar. Und das Schöne ist, wir können einfach direkt nochmal boosten. Ich guck, dass Rabbit Rosalina nach vorne kommt. Das wäre wichtig. Damit ich halt am Ende den einen Lethargie geben kann. Der Sparkerfrischer ist richtig praktisch, ne? Da treffe ich zwei. Dass du noch lebst. So. Und. Dahin. Lethargie. Sobald ich mit allen fertig bin. Ja. So. Lethargisch, Leute. Richtig geil. Aha.
Oh, das ist easy. Ja, kriege ich halt einen Schlag ab, weißt du, wie wenig mich das juckt. Tot. Minus 1 werden wir nicht übermütig. Ja, das war einfach. So, was haben wir denn hier oben? Da ist auf jeden Fall Info. So, hier kann man rüber. Das ist mehr als offensichtlich. An manchen Stellen ist es halt wirklich mega obvious, ne? Waldemar, der Holzfäller. Seine Hütte ist da hinten, da gehen wir beim nächsten Mal rein. Ich würde sagen, wir gucken jetzt hier rechts noch hoch. Okay, hier kann man eine Abkürzung runterlassen. Ja, und als nächstes wäre halt Waldemar dran, der da schon steht. Ja, Leute, ich würde sagen, hier beenden wir das dann für heute. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!